Ich dachte, das mache ich auch mal so eine römische Pose. Cool. Ja. Kielern. Fieser Möck. Wie wir in Köln sagen würden. Dem Patrizier stieg das Blut zu Kopf. Er empfand Widerwillen gegen seinen Helfershelfer. Am liebsten hätte er ihn zertreten wie eine Giftschlange oder wie ein ekliges Gewürm. Er sah ihn mit kalter Grausamkeit an. Deinen Rat werde ich nicht befolgen. Doch sollst du den verdienten Lohn empfangen. Im Ergastulum lasse ich dir 300 Sesterzen im Geiste und in Wirklichkeit 300 Rutenstreiche geben. Chilon ward totenblass, als er dies hörte. Er warf sich auf die Knie und winselte. Wofür, Perserkönig, wofür denn? Koloss des Erbarmens, Pyramide der Gnade, ich bin alt, hungrig und elend. Ich hab dir Dienste geleistet. So dankst du mir? Ebenso wie du den Christen, versetzte Vinicius. Und er rief den Hausmeister, dieser fasste den Griechen beim Haarschopf und schleppte ihn in den Strafhof. Herr, Herr, 50, nicht 300, 50 sind genug, winselte Chilon um Christi willen. Als Vinicius allein zurückblieb, fühlte er sich froh wie lange nicht. Er war mit sich zufrieden. Der Sieg, den er über sich selbst erfochten hatte, erfüllte ihn mit freudiger Zuversicht. Er glaubte, Lygia durch die Selbstüberwindung einen großen Schritt näher gekommen zu sein. Doch im nächsten Augenblick trat der Hausmeister ein. Herr, der Greis ist ohnmächtig geworden, vielleicht sogar tot. Suche ihn zu beleben, dann führe ihn herein. Als Chilon nach einer längeren Zeit erschien, war er bleich wie eine Wand und von seinen Füßen sickerte Blut auf den Mosaikboden des Atriums. »Dank dir, Herr«, sagte er, in die Knie sinkend, »du bist groß und barmherzig.« »Hund«, sagte Vinicius, »nur um Christi willen, dem ich auch das Leben verdanke, habe ich dir verziehen.« »Herr, ich will dir und ihm dienen.« »Schweige und erhebe dich. Du sollst mit mir kommen und mir das Haus zeigen, wo Lygia wohnt.« »Herr, ich bin wirklich hungrig«, ätzte Chilon. »Ich gehe gern, aber ich habe keine Kraft.« Nun ließ ihn Vinicius zu essen geben. Ein Goldstück und einen Mantel reichen, doch Chilon war so geschwächt, dass ihn auch nach dem Imbiss die Füße nicht trugen. Und die Haare stiegen ihm zu Berge auf dem Gedanken, dass Vinicius seine Schwäche für Widerstand halten und nochmals geißeln lassen werde. »Sobald mich der Wein erwärmt hat, gehe ich aufrecht bis Großgriechenland«, brüstete er sich zähneklappernd. Endlich erhob er sich so weit, um den Weg antreten zu können. Linus wohnte nicht weit von Miriam in Transtiberium. Chilon zeigte ein von einer Mauer umgebenes, Efeu umsponnenes Haus und sagte, »Hier ist es, Herr.« »Gut«, erwiderte Vinicius, »jetzt kannst du deines Weges gehen, aber zuvor höre mich an. Ich verlange von dir, dass du vergisst, wo Miriam und Glaucus wohnen. Verstanden? Einmal im Monat magst du zu mir kommen und dir von meinen Freigelassenen 2 Goldstücke aushändigen lassen. Doch wenn ich erfahre, dass du den Christen nachspionierst, lasse ich dich zu Tode prügeln.« Chilon verneigte sich und sprach, »Ich vergesse, wie du befohlen hast.« Doch als Vinicius um die Straßenbiegung verschwunden war, ballte er die Fäuste und schüttelte sie drohend. »Bei Ate und dem Furi, ich vergesse nicht.« Dann sank er ohnmächtig zu Boden. Vinicius begab sich geradewegs in das Haus der Miriam. Auf der Schwelle kam ihm ihr Sohn Nazarius entgegen, der bei seinem Anblick in Verlegenheit geriet. Doch Vinicius grüßte ihn freundlich und ließ sich zu seiner Mutter führen. In der Stube traf er außer Miriam noch Petrus, Glaucus, Crispus und Paulus von Tarsus, der vor kurzem aus Fregalla zurückgekehrt war. Beim Eintritt des jungen Tribuns malte sich auf den Gesichtern aller lebhaftes Erstaunen. Er aber sagte, »Ich grüße euch im Namen Christi, den ihr verehrt. Sein Name sei gepriesen in Ewigkeit«, antworteten sie. »Ich habe mich von euren Tugenden und eurer Güte überzeugt. Ich komme daher als Freund.« »Sei uns als Freund gegrüßt«, erwiderte Petrus. »Setz dich zu uns, Herr, und nimm als Gast an unserem Mahl teil.« »Gern will ich euer Gast sein«, versetzte Vinicius, »doch zuvor hört mich an. Zum Beweise dafür, dass ich es aufrichtig meine, ich weiß, wo Lygia wohnt, ich war eben vor dem Hause des Linus.
Wisset ihr, ich habe ein Anrecht auf Lygia. Der Kaiser schenkte sie mir, und in meinen Häusern in Rom habe ich 500 Sklaven. Es wäre mir daher leicht gewesen, ihre Zufluchtsstätte zu umzingeln und sie zu ergreifen. Ich habe es aber nicht getan und werde es auch nicht tun. Der Segen des Herrn ruht sichtbar auf dir und läutert dein Herz, sagte Petrus. Ich danke dir, aber hört mich noch weiter an. Ich habe es zwar nicht getan, aber ich leide Qualen der Sehnsucht. Und daher komme ich zu euch, die ihr Vater- und Mutterstelle an Lygias vertretet, und ich sage euch, gebt sie mir zum Weibe. Und ich schwöre euch, dass ich sie niemals hindern werde, Christus zu bekennen. Ja, ich will selbst Christ werden. Vinicius sprach voll Entschlossenheit und trug das Haupt hoch bei seinen Worten. Doch er war sehr bewegt und bebte leise am ganzen Körper. Ich weiß, wie groß die Hindernisse sind, die uns trennen, fuhr er nach kurzer Pause fort, aber ich liebe Lygia, und wie meine Augen, ich bin kein Heuchler. Und obwohl ich weiß, dass es sich um meine Zukunft handelt, so sage ich die Wahrheit. Ein anderer würde vielleicht rufen, tauft mich, ich aber bitte, erleuchtet mich. Ich fühle mich innerlich verwandelt, seit ich euch und eure Lehre kennengelernt habe, aber mitunter erfassen mich noch Zweifel. Sagt, was bringt ihr der Welt? Seid ihr Feinde des Lebens, Feinde der Liebe, des Glückes? Muss man Bettler sein, wenn man Christi sein will? Zerstreut mir die Schatten. Petronius sagte mir einst, Griechenland gab uns Weisheit und Schönheit, Rom die Macht. Und nun sagt, was ihr bringt. Wir bringen das Licht und die Liebe, erwiderte Petrus. Und Paulus von Tarsus fügte hinzu, wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete, und ich hätte die Liebe nicht, so wäre ich tönendes Erz oder wie eine klingende Schelle. Den greisen Aposteln aber dauerte die gequälte Seele, die wie ein gefangener Vogel nach Licht und Luft schmachtete. Indem die Hände über Vinicius ausstreckte, sprach er, wer anklopfet, dem wird aufgetan, und über dir ist die Gnade des Herrn. Darum segne ich dich, deine Seele und deine Liebe im Namen des gekreuzigten Erlösers. Vinicius aber neigte sich und etwas Außerordentliches geschah. Der stolze Nachkomme der alten Römer drückte einen Kuss auf die Hand des alten Galiläas. Petrus aber freute sich, denn er sah, dass die Saat auf gutem Boden gefallen war und dass sein Fischernetz wie eine Seele eingefangen hatte. Einige Augenblicke verweilten alle in ergriffenem Schweigen. Dann sagte der junge Patrizier, »Der Cäsar fährt in wenigen Tagen nach Antium und ich habe den Befehl, ihn zu begleiten.« Ihr wisst, dass Ungehorsam den Tod bedeutet. Ich muss also fort. Doch wenn ich Gnade vor euren Augen gefunden habe, so kommt mit mir, damit ihr mich der Lehre unterweisen könnt. Dort droht euch keine Gefahr, denn in dem Menschengetümmel könnt ihr eure Lehre am Hofe des Cäsar selbst verkünden. Man sagt ja, Akte sei Christin, und auch unter den Prätorianern befinden sich Christen. In Antium besitze ich eine Villa. Doch können wir uns versammeln und euren Worten lauschen. Nach kurzer Beratung wurde beschlossen, dass Paulus von Tarsus den jungen Tribun begleiten solle. Petrus, der jetzt der Hirt des ganzen Bundes war, konnte nicht fort von Rom. Während noch die Männer sprachen, sah man Miriam, mit der Apostel kurz vorher leise Worte gewechselt und die sich hierauf entfernt hatte, im Garten wieder auftauchen. Hinter ihr kam Lygia. Das junge Mädchen trat ahnungslos ins Zimmer und blieb beim Anblick des Geliebten wie angewurzelt stehen. Ein helles Rot stieg in ihre Wangen und sie erschrak und erstaunt über die Anwesenden der Reihe nach an. Doch sie sah nur freundliche Gesichter. Der Apostel näherte sich ihr und fragte, »Liebst du ihn noch, Lygia?« Da bebten ihre Lippen wie die eines Kindes, dem das Weinen nahe ist. Das sich schuldig fühlt und das doch weiß, dass es seine Schuld gestehen muss. Antworte, sagte Petrus, und demütig zu des Apostels Füßen niederkniend flüsterte sie, ja, ich liebe ihn. Doch im nächsten Augenblick kniete Vinicius an ihrer Seite. Petrus legte ihm segnend die Hände auf und sagte, liebet euch im Herrn und zu seinem Preise, denn kein Arg ist in eurer Liebe. Im Garten mit Lygia auf- und abschreitend, sagte Vinicius mit beredten Worten alles das, was er kurz vorher dem Apostel bekannt hatte. Umsonst, sagte er ihr, habe er sie zu vergessen gesucht. Tag und Nacht habe er ihrer gedacht. Das kleine Kreuz, das sie ihm zurückgelassen habe, sei in seinem Schrein und er zolle ihm göttliche Verehrung.
Nur aus Liebe habe er so schlimm gehandelt. Schon im Hause des Aulus sei seine Liebe zu ihr entbrannt. Jetzt habe er ihren Aufenthaltsort wieder durch Chilon erfahren. Nun werde sie wohl nicht mehr vor ihm fliehen, wie aus dem Hause Miriams. Nicht vor dir bin ich geflohen, entgegnete Lygia. Weshalb denn ergriffst du die Flucht? Ihre irisblauen Augen zu ihm erhebend, erwiderte sie tiefrötend: Du weißt es. Ja, ich weiß es nicht, verdammt.